Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Accent Relics. Ihr wollt mehr sehen und mal zu und jetzt Blessing verpassen und dann abonniert auf meinen Kanal. Ich habe das richtig, richtig Geiles gesehen. Und zwar bei den Schlachtschiffen. Wir machen das ganz einfach, wir übernehmen eine neue Vorlage. Bei den Schlachtschiffen. Und hier, beim vorderen Teil, BAM! Ein X. Ein Spinalbug. Waffenslot. Mit einem X. Boah, die Megakanone. Bam, Alter. Richtig, richtig fett. Dann hauen wir den einfach nur noch als kranken Boy drauf. Als Hardcore-Man. Dann nehmen wir den einfach als Mega-Bomber. Wo ist da denn zu wenig Saft drauf? Moment, lass mal wieder Design löschen. Automatik. Den A. Ah, verdammt, der wird verbessert. Ja, okay. Dann guck mal zu, dass hier verbessert wird. Düdüm. Hier. Dass ihr da mal rankommt. Die anderen, die werden ja eh gebaut irgendwo. Boah. Okay, da hängen sie alle fest. Ah, da kommen die Verbesserungen. Okay, ist das Schlachtschiff noch drin? Dann passt die Sache. Hier, du kommst noch hier hintere. Kannst Gas geben. Und der landet dann hier. Und macht die hoffentlich alle kaputt. Und ich hab's dann endlich mal geschafft und alles übernommen. Boah, das wäre ein richtiger Traum, ey. Richtig, richtig nice. Wir bleiben gespannt, wie es passiert. Aber jetzt landen sie eh gleich. Bam! Ein Traum. Jetzt geht der Fight Battle hier los. Armee, was haben die? Etage kosten Bewohner. Was haben wir hier? Unterhalt Bewohner geht nach oben. Dienstleistung uninteressant. Uninteressant, uninteressant, uninteressant. Wichtigste ist, dass wir die hier runter bekommen. Das wird vermutlich eine ganz, ganz knappe Geschichte. Richtig, richtig knapp. Construction complete. Aber es muss einfach gehen. Das Hypoteil wird hier gebaut, ja, die sind komplett voll, Wohnungen passen. Das ist gut, ihr landet kräftig. A new conflict has erupted. Das ist auch uninteressant. Was wieder interessant wird, ist hier. Die hier. Dass da endlich mal gebaut wird. Und dann später hier die Megakanone. Bam, 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 bam. Richtig nice. Was hatten die? Schildschaden, Panzer und Grumpfschaden. Boah, die knallt einfach nur durch das Ding. Richtig geil. Richtig. Scientific breakthrough achieved. Ein Traum. Jetzt haben wir die Forschungsgeschwindigkeit. Ich will eine Gefechts-KI. Die Lanze. Boah. Aber wir nehmen das nicht. Wir nehmen hier. Bam. Das rote, die Gefechts-KI. Und was haben wir hier unten? Die Bewohnerkeit haben wir. Strafkolonie. Kriminalität. Minus 35% Kriminalität. Plus Sinn. Verstehe ich nicht. Die Festung. Verteidigungsarmee, nichts verteidigen. Wir schrauben. Was können wir machen? Die Bewohnbarkeit schrauben wir noch hoch. Für das bisschen. Wir bleiben hier mit Auge am Feind. Aber wie gesagt, es ist einfach nur knapp, knapp, knapp. Da gehen immer 5 runter und bei uns auch 5. Boah. Lecco mio hier, dann können wir richtig, richtig Dusel haben. Das wäre richtig, richtig nice. Cooler Scheiß, dann haben wir den endlich komplett niedergemacht. Hoffentlich ist es jetzt endlich mal vorbei. Construction complete.
Lactras heißt der Boy, okay. Our warriors are victorious. Ja, richtig nice. Richtig, richtig nice. Lass den Mono mal vorbeigehen. Wo hat denn der noch was? Ich hab doch alles von dem genommen. Alles. Hier sind die Hans drauf. Das Habitat bleibt Habitat. Hier. Euch zwei. Da sind die Hahn drauf. Hier. Da sind die Hahn drauf. Hier. Da war nur einer. Da sind die Hahn drauf. Das ist auch richtig. Da gibt es keine bewohnbare Welt. Hier oben auch nicht. Gucken wir hier noch rein. Auch nicht. Hier oben auch nicht. Es ist alles kaputt von euch. Alles. Unruhe aus guter Quelle. Die Unruheauftragten haben eine neue politische Strömung starten lassen. Ihr Verfechter fordern politische Stärke und fordern. Ja, braucht man halt unbedingt eine Polizeiwache jetzt. Setzt mal sie drauf. Dass wir da wieder ein bisschen das Zeug in den Griff bekommen. Gut. Ich bin komplett durch. Dass das Schlachtschiff das gleich fertig ist. Ein Traum, ey. Ein Traum. Zwei, eins, bam! Wird jetzt noch die Korvette gebaut? Ja, die eine Korvette. Nice. So, bei dir weiß ich nicht, was abgeht. Ich sehe die Durchsetzung. Gehst du jetzt runter oder hoch? Ach, ihr seid Boys von dem, okay. Bleibt bei 83, okay. Egal. Kann ich eigentlich da hoch auffliegen? Nein. Die haben ja nämlich nichts getan. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Ein Traum. Cooler Scheiß. Nein, Technologie. 3 Monate. Die Bewohnbarkeit durch. 19 für da unten. Für die Gigakanone. Piu, 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 piu. Füllende Gefechts-KI. Die Ausnutzung des Selbsterhaltens. Beziehungsweise der Todesangst. Oh. Wachsende Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit und Armut verbreiten sich alle Millionen schnell auf Bantyra Prime. Diese traurigen Zustand wird von kriminellen Organisationen ausgenutzt, die sowohl leichte Ziele haben, als auch durch zahlreiche verzweifelte Rekruten. Als vorübergehende Lösung können wir diese Arbeitslosenunterstützung erhöhen. Es wird nicht günstig sein, aber zumindest zusätzliche Zeit bringen, um eine dauerhafte Lösung zu finden, wie zum Beispiel der Schaffung von mehr Arbeitsplätzen oder die Verbesserung der Lebensstandards der betroffenen Bevölkerungsgruppe. Wir können auch nichts unternehmen, aber dies würde wahrscheinlich zur Bildung einer bedeutenden kriminellen Unterwelt auf Bad Prime führen. Wo ist das? Hier unten habe ich da eine Polizeistation. Habe ich nicht. Hab ich nicht. Das ist schlecht. Ja, gib denen erstmal Leistung und dann haben wir die Polizeiwache drauf. Ja, das machen wir. Komm schon wieder in die Mitte. Das passt. Cool.
cachen wir den hoffentlich endlich mal. Sternenbasis, die können wir verbessern. Das nehmen wir mit, ist richtig. Sehr schön, wenn das nur 2 Tage dauert, ist das einfach nur ein Traum, die Verbesserung. Das hier schön durch. Technologie, 1 Monat. Gleich fertig. Cool. Scientific breakthrough yes. Achieved. So, Militärakademie, Kommandozentrum. Neue Mechanik, anpassbare. Erlaubt uns den bevorzugten Planetentyp des Plastik für einen modifizieren. Cool, nehmen wir. Minimal wird es besser, das ist cool. Das läuft. Schauen wir mal Anführer. Oh. Benutze den TKI-Assistent. Boah, richtig geil. Forschungsgeschwindigkeit plus 5. Erkundungsgeschwindigkeit. Forschungsgeschwindigkeit an wie. Boah, wenn den hast am Anfang einfach nur geil, ey. Geiler Scheiß. Tägliche Regeneration Hülle. Die sind auch nice, die Boys hier. Bisschen am Schrauben sind. Die Moral, das warst du. So, das war die Einigkeit, Stabilität und Einigkeit. Ist natürlich cool. Ansonsten, ja. Miral, Gedöns und Zeug. Passt. Ich jetzt einfach abwarten, bis das alles rum ist. 35%. So, 513. Wachstum. So, schau mal. Erlasse. Was kannst du mir geben? Netzüberlastung. Agrarsubventionen. Nahrung. Forschung. Forschungsgeschwindigkeit plus 10%. Forschungsgeschwindigkeit Industrie. Aha. Okay, ich hau hier die Forschung raus und ich hau da oben die Forschung raus. Und dann müsste es jetzt eigentlich wieder fix gehen. Construction complete. Sind wir hier gut dabei. Das ist richtig, richtig nice. Schon ab da oder nächsten Monat. Das nur hochgeht. Nee, aber das passt. Fast 70%, hey. Das ist geil. Geil! Hier. Haha, ein Ziel für Überfälle. Wo sind denn die anderen? Neben den Menschen. 3000! Uff, kann ich mir nicht leisten. Schade, 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 schade. Kann ich mir leider nicht leisten. Die Leute müssen mal ein bisschen Leute kaufen hier. Der ganze Markt ist leer. Sehr blöd. Construction complete. So. Wohnungen passen.
Hier wird auch bald frei. Bevölkerung. Dauert noch ein bisschen. Können wir hier noch einen bauen? ...62%. Immer gut. Passt. Durchs Zimmer komplett. Enix entgegenz... Nee. Ihr habt eh nichts mehr entgegenzusetzen. Wir gucken mal auf die Kontakte. Erbärmlich. Ist noch so ein krasser Abwickel uns gegenüber. Unterlegen. Bah. Chance. Spickeln mal hier drauf. Da. Ja, es war ja komplett unterlegen. Überwältigend. Wirtschaftliche Macht überlegen. Komm, kann doch nicht so schwer sein. Einigkeit, Baukosten Kolonieschiffe, Baukosten Forschungsschiffe. Ein Traum, das ist genau das, was du brauchen kannst hier. Oh, das ist die Lanze, die 2er. Oh, jede Menge Punktverteidigung. Haben wir's bald? Ja. Fünf Monate. Haha. Endgeil. Endgeil. So. Während eines Verteidigungskriegs. Baugeschwindigkeit Schiffe. 100 unseres Kreuzen. Yes, nehmen wir mit. Nehmen wir den Death-Bonus mit. Sozialforschung plus 20. Oh, ich hätte echt gerne noch mehr gefunden. Hey. Oh, und hier noch ein paar freischalten. Aber nein. Das Spiel lässt eins einfach nicht zu. Ja, ich weiß. Brauchen wir aber nicht. ...90% haben wir es gleich geschafft. Sehr, sehr gut. Sind das. Aber keine Punktverteidigung mehr, gell? Das sind bloß meine Kleinen, wo das haben. Yes. Sehr schön, gleich fertig. Our ships have been made superior. Ja, richtig geil, Mann. Richtig, richtig geil. Dann ist es jetzt soweit. Der Schiffsdesigner, das Schlachtschiff. Wir knallen hier den X'er rein. Knallen hier die L rein. Knallen hier hinten auch die L rein. Dann sagen wir automatisch füllen. Und speichern den Boy einfach mal ab. Was bombt denn der weg hier? Schilde passt. Ein bisschen mehr Power gibt er ab. Sind's. Ja, fast 60 mehr. Mit dem hier. Aber der knallt jetzt eh durch. Lassen wir laufen, wenn der Monat rum ist. Ist da die Gigakanone.
Und dann bombt der da das Ding durch. Cool. Scientific breakthrough achieved. Plasma Tripwehr, Sternenbasis, Flakkanone, Autokanone. Flakkanone. Man nicht. Sternbasen, nehmen wir die Plasmatriebwerke. Nein, wir gehen nachher auf Schiffsdesigner, auf den unteren automatisch. Bam. Yes. Und du bist die Gigakanone. Yes. Den können wir löschen. Löschen. Wow, fast ein 100er, ey. Richtig, richtig geil, ey. Richtig, richtig geil. Viel schlechter wird denn das? Ist natürlich gut schlecht. Unser Saft geht bestimmt aus. 100 Pro. Aber gut, das war's hier wieder. Ich hoffe, das wird ja endlich mal besser, dass ich den Krieg gewinne. Der Affe, der, die hier meine Kriegsziele durchsetzen kann. Aber die anderen hier, die wollen ja auch nicht so recht. Aber gut, lassen wir das hier. Ist an dieser Stelle. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!